Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf dem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stessel für euch. Heute wieder vom Hof Gneisel, unserem Realismus-Selbstversuch hier auf der Ellerbach V2. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Guten Morgen, grüßt euch, wenn ihr das seht. Zur 150. Folge. Das ist wieder mal eine runde Premiere. Das finde ich eine spitze und runde Sache an der Stelle. Vielen Dank. Ich bin ein bisschen durch. Ich mache gerade eine Aufnahmesession, die komplett durchzieht. Aber es läuft. Es läuft wirklich gut. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Wir hatten es in letzter Zeit schwieriger. Wir hatten gestern Ballen gepresst an der Stelle. Wir haben sie schon mal eingelagert und verladen und so weiter. Das läuft soweit alles wunderprächtig. Und dann haben wir am Ende der gestrigen Folge haben wir unsere Bullen verkauft. Und zwar unsere ältesten Bullen. Und wir kriegen pro Bulle ja so zwischen 800 und 1000 Euro. Jetzt war na klar die Frage, soll man das so ein bisschen durchziehen, dass wir sagen, pass auf, wir verkaufen immer unsere Bullen. Wir verkaufen immer unsere Bullen. So, Stroh ist voll, das ist schon mal super. Weil dann könnten wir auch hier so eine kleine Bullenzucht heranziehen. Wäre eigentlich auch eine feine Sache. So, also, hier sind wir soweit durch. Das heißt aber, wir gehen heute auch gemeinsam einmal Gärreste ausbringen. Und gegebenenfalls machen wir heute ein bisschen länger. Einerseits zur Premiere, andererseits vielleicht gehen wir in den August dann rein. Und dann gucken wir uns mal den Separierer an. Denn der wäre auch längst dann notwendig. So, das hier wird unser neuer Platz für den Ballenwagen. Das passt hier nämlich ganz gut, finde ich. So, und dann gehen wir rüber zum Güllefass. Da müsste, glaube ich, noch ein bisschen Gülle drin sein. Upsi. So, dann können wir nämlich das vielleicht noch überladen, kurz auf die Schnelle. Einmal Zwetschge. So, dann Abschiebe auf. Hinten haben wir gesagt rein, vorne raus. Pumprichtung ändern. Genau. So, mal gucken, was da noch reingeht. Viel ist es nicht. Aber ich hoffe, es geht leer. Irgendwann müssen wir die Gülle verkaufen. Ihr habt mir geschrieben, Yogi, am besten machst du irgendwie einen Zubringer. Dass wir da uns einmal vom Maschinenring einen Zubringer holen, damit wir das ganze Gelumpe einfach verkaufen. Lass mich noch mal kurz reinschauen, wie da die Preise sind für Gülle. Ich glaube, das war alles so Richtung Winter, ne? Gülle. Ja, es ist immer Richtung... Wir haben jetzt halt den beschissensten Preis. So, jetzt haben wir noch klar das Thema. Wir haben noch ein bisschen was drin. Das wollte ich nicht. Schon mal dahin, denn später brauchen wir dich eh hier vorne. So. Und so. Das ist immer ein bisschen tricky mit dem Klump. So, dann fahren wir mal ganz kurz runter. Wenn ihr das Video seht, müsste, glaube ich, eine heiße Woche langsam zu Ende gehen. Deswegen nehme ich auch gerade so ein bisschen im Voraus auf. Ich werde wahrscheinlich gar nicht zu Hause sein, großartig. Sondern irgendwo im Freibad oder so liegen mit den Kindern.
Weil bei der Hitze, was sie da angekündigt haben, da will sie halt auch nicht zu Hause sein. Da muss ich echt einen Meter zurück, ne? Lass es jetzt gehen. Er kann einfach halt mit langen Dingen umgehen. Seit wann ist denn das Ding so lang? Das war doch noch nie. Ja, Heimat, sag mir da mal. 10 years later. Packen wir das wieder zurück erstmal. Wir konzentrieren uns heute erstmal auf unser Feld. So, Abschiebe zu, weg. Und zack. So, dann können wir wieder hoch. Steht ein Hin und Her, ne? Immer wieder komplett unvorbereitet rein. Ich glaube, ich habe euch in der letzten Folge gefragt, ne, wie das ist, aber ich kann es ja noch nicht abrufen. Erst 3 Tage später eigentlich. Ich gehe jetzt mit den Gärresten über das Feld drüber, was wir ja abgeerntet haben. Und dann ist na klar die Frage, Gärreste und dann mit dem Grubber drüber, ist es soweit in Ordnung? Ist das dann indirekt ein Stoppelsturz? Wahrscheinlich schon, oder? Das macht mich immer ganz kirre. Die Fachbegriffe. So, bitte einmal. Ja, zieh rum. Keine Ahnung, wer die Steuer da reingestellt hat. Mein Gott, hier. Oh Gott. Das vordere Kabel ist zu lang, das dahinter ist zu kurz. So. Bitte. Bitte, mach mir das Leben nicht immer unnötig schwer. Von hier drin sieht es doch aus, als würde das direkt neben dran liegen, oder? Das täuscht dermaßen. Pumprichtung ändern. Bitte Absparschieber. Mache ich gerne. Habe ich den schon pro forma gemacht gehabt? Wahrscheinlich ja. Ne? Einmal nochmal zurück. Pumpmaterial nicht unterstützt. Warum geht's jetzt wieder nicht? Das macht mich verrückt, macht mich das. Jetzt haben wir es doch letztes Mal bewiesen, dass es geht, ne? Okay, ich speichere mal kurz, gehe raus und wieder rein. Bin ich gespannt. Keine Ahnung, jetzt geht es plötzlich wieder nicht mehr. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber ich würde vorschlagen, dann machen wir das einfach anders. Machen hier zu. Du kommst wieder hier drüben hin. Dann wissen wir auf jeden Fall. Hier tun wir reinpumpen. Dann nehmen wir das jetzt einfach tatsächlich als Geldquelle sozusagen. Das müssen wir ein bisschen zurückschieben. Da rein, da rein. Da rein und... da rein. So, dann machen wir es doch einfach so, dass wir sagen, pass auf, wir machen hier Ausgangsmodus ändern, direkt verkaufen. Dann wird das hier einfach unser Verkauf und die Gülle unten, die muss so oder so weg. Dann haben wir einmal Gülle als Ausbringung, einmal Gülle als Geld in Form von Gärreste dann wieder. Machen wir es einfach so.
Okay, wenn der Spieler es so haben möchte. Ich bin halt verwirrt, warum es mal geht und mal nicht. Das macht mir so ein bisschen stutzig. So, alle guten Dinge sind drei. Mal gucken, ob wir uns hier wieder aufzwirbeln. Das ist ja eine spitzermäßige Sonntagsfolge. So, warum ich gleich so, ne? Muss ich mir immer nachstellen, wie so ein Dackel. Also ich habe alles Mögliche im Off gerade noch versucht, mit Pumprichtung und so weiter und so fort. Egal. Wenn wir da Geld dafür kriegen, warum nicht? Warum nicht? Lass mich mal noch ganz kurz reingucken in die Gärreste. Verkaufen. Mal gucken, ob wir da was sehen. Sehen wir das auch in der Verkaufsübersicht eventuell? Boah, wo könnte das reinlaufen? Vielleicht Einnahmen, Gebäude. Könnte das sein, dass es da reinläuft? Oder läuft es auch Einnahmen BGA? Ich könnte mir da vorstellen. Ja. Das wird wahrscheinlich da reingehen. So, bist du schon voll? Du bist tatsächlich schon voll. Dann machen wir gleich noch einen Screenshot. Wenn wir eh gerade schon hier sind. Das wird heute, ja, wird heute einfach eine längere Folge. Chaotisch längere Jubiläumsfolge. Ist euch das schon mal an der Tankstelle passiert, dass ihr losfahren wolltet, ohne den Stöpsel rauszuziehen? Klingt irgendwie falsch. Okay, los geht's. Du wartest kurz, ich muss kurz durch. Juli, dann gehen wir in den August rein, dann könnte wahrscheinlich schon die erste Wachstumsstufe wieder vom Gras da sein. Wir werden es aber drauf, ja, spekulieren, dass wir vielleicht im September erst reingehen, dass wir da nochmal ein bisschen mehr mitnehmen. Müssen wir mal gucken, was das Wetter so sagt. Also wir haben letztes Mal hier zwei Stück, zwei Bullen verkauft. Da haben wir ja noch ein paar junge Spritzige. Die Frage wäre halt, wir könnten... anders gefragt, wie intensiv ist dieses Enhanced Animal System? Wenn die Kuh älter wird, wird die ja wahrscheinlich auch abnehmen in Form von Milchausbringung. Dann wird sie aber auch nicht mehr so viel Geld geben beim Verkauf. Aber es hilft ja nichts, weil wenn die dann nur bei uns rumsteht, hilft mir in dem Fall auch nicht. Hoi, Fragen über Fragen. Ich brauche euch, Freunde, ich brauche euch. Es ist einfach schön hier oben, ne? Es gibt doch nichts Schöneres wie Borgi. So, Dalle. Also, dann sind wir da schon mal wieder da. Altbekannter Ort. Können wir schon mal ausklappen, das Ganze. Und wenn wir es noch richtig wissen, Spiegel sollte helfen. Jetzt noch komplett runter. So. Rein theoretisch kann ich doch auch nur die Fahrgassen nachfahren, ne? Das, ja, tatsächlich. Da haben wir es ja richtig einfach. Ob das jetzt auf Meter nicht genau hinkommt, ist egal, aber wir haben ja dann die Fahrgassen dazu, wo wir uns dran orientieren können. Das ist ja spitzermäßig. Mal, ob das aufgeht. Ja, das sieht gut aus. Das geht sich auf. Wunderbar. Herrlich. Das ist mal am liebsten, wenn ich das Hirn ausschalte, ja, und einfach blind zufahren. Dann passiert nämlich am wenigsten.
Muss ich wieder aufpassen. Ja, Gott sei Dank. So viel zum Thema Hirnausschalter. Ich habe es nämlich gerade kurz ausgehoben und dann schaltet das Fass immer ab. Bei den anderen ist das immer angeblieben. Wir kriegen unsere Gülle nicht los, ne? Wenn ich das jetzt schon wieder angucke, wir kommen gefühlt mit ein, zwei Fässern kommen wir Streu hier, aber ich weiß nicht wohin mit meiner Gülle. Wir laufen bald über. Was kostet so ein Zubringer? Wollen wir uns noch kurz einen Zubringer? Jawohl. Nee, Yogi, geduldig bis in den Winter rein. Winter machen wir, Herbst, Winter machen wir dicke, fette Verkaufstour. Da rollt der Rubel. Fertig, das nehmen wir mit. Das kannst du sonst vergessen. Auf das kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Wir haben ja schon August. Ab September, November geht es ja schon los. So, dann kümmern wir nämlich mit dem Grubber drüber und dann schauen wir mal, was wir da reinpacken. Was können wir denn da dazwischen noch reintun? Lass uns mal kurz einmal ins Wetter schauen. Wir haben auf jeden Fall Juli, August wird regnerisch, aber hier, ja, also ich denke mal, der zweite Schnitt wird irgendwo hier im September stattfinden. Ansonsten sieht es nicht mehr ganz so rosig aus, das Wetter. Es wird auch schon relativ kühl. Und dann wollen wir noch in den Fruchtkalender reingucken. Und zwar Richtung August. Ich denke, wir machen jetzt fertig und gehen im August dann in die nächste Saat. Nochmal Raps könnte man reinpacken oder wir machen eine Zwischenfrucht. Wir machen mal eine Zwischenfrucht. Das habe ich eh noch nie gemacht, so wirklich. Oder ein Roggen. Habe ich da gerade Roggen gesehen? Roggen könnte man ab September. Vielleicht lassen wir es da auch roggen. Sollte es schon ausschalten, sonst haben wir wieder ein Problemchen. Also ihr seht, wir haben auf jeden Fall wieder ein paar Plänchen. Es sieht so aus, als würde ich hier mit einem Güllefass zurande kommen erstmal. Wir müssen uns was überlegen. Also das Ziel wird wahrscheinlich sein, Annaburger, das größte Ding, dicken fetter Schlepper dazu ausleihen und einfach mal das Güllelager leer machen. Das wird sonst nichts mehr. Das kann ich euch jetzt schon sagen. In dem Sinn wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Lasst es euch gut gehen und dann sehen wir uns in einer neuen Woche wieder mit einer neuen Aufnahmesession hier von Hof Kneisel. Macht es gut. Liken, abonnieren nicht vergessen. 40.